muss ehrlich sagen, Leute, so richtig viel Platz habe ich hier auf meiner Fensterbank nicht. Aber da kommen jetzt die neuen Schätze dazu. Ein paar neue Düfte sind am Start und ihr werdet jetzt sehen, was ich mir gekauft habe. Viel Spaß mit dem Video. Ho, ho, ho! Sitzt hier halb im Tannenbaum drin, ne? Da steht er. Die gute Nordmann-Tanne. Checkt mal den ab. Habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen von der Künstlerin, die dieses Bild da hinten gemalt hat. Schaut mal hier auf, ganz ruhig. Merry Christmas hier mit Louis und so. Geil, danke. Grüße gehen raus, Leute. So, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Lifestyle geht. Herzlich willkommen zu einem neuen Parfümvideo. Ja, der Eggers war die letzten Tage mal wieder unterwegs und hat sich den ein oder anderen neuen Duft gekauft. Ich will gar nicht so viel rumlabern, ich fange direkt an. Aber für die Leute, die immer noch auf der Suche sind nach einem Weihnachtsgeschenk oder die unsere Männerrunde noch nicht kennen mit den Top 5 Must-Have Pflege- und Styling-Produkten für jeden Mann da draußen, checkt den ersten Link unten in der Infobox. Schreibt mir auch sehr gerne jetzt mal in die Kommentare, welches ist euer Duft of the Day? Welchen Duft tragt ihr jetzt gerade, während ihr dieses Video seht? Würde mich wirklich mal interessieren, was momentan bei euch so angesagt ist. Aber wir starten mit Duft Nummer 1. Er ist mir leer gegangen, ich habe ihn wieder geholt. Eine absolute Empfehlung. Prada Luna Rossa Carbon. Dieser hier. Für diesen Duft habe ich wirklich schon extrem viele Komplimente bekommen. Er ist ein bisschen ähnlich wie Dior Sauvage, aber ich liebe den. Ich finde den geil für den Alltag. Ich würde den auf Party tragen, bei Events. Frauen stehen drauf. Er ist frisch, trotzdem männlich. Absolute Empfehlung. Viele Leute von euch kennen ihn noch nicht. Prada Luna Rossa Carbon. Checkt ihn unbedingt ab. Dann als nächstes ein Duft, wo ich bis jetzt nur Armani Acqua di Gio Profumo im Repertoire hatte, ist auch etwas neuerer, und zwar Armani Code Colonia. Ihr wisst, ich bin bei Armani Code nicht der größte Fan von der Haltbarkeit, habe mir jetzt aber doch diesen Duft hier mal zugelegt. Er ist extrem frisch, hat aber wirklich diese Armani Code DNA, wie ich finde. Momentan wird er auch von vielen Leuten echt gehypt. Also ich finde, als frische Duft, wenn man aber Bock hat auf diesen typischen Armani-Geruch, ist der wirklich super nice. Zur Haltbarkeit kann ich noch nicht ganz so viel sagen, weil ich ihn wirklich das erste Mal habe. Aber für alle Leute, die Bock haben auf einen frischen Duft, der aber trotzdem noch irgendwie einen coolen Wiedererkennungswert hat und nicht diesen krassen Duschgel-Flavor hat, finde ich den wirklich sehr, sehr nice. Ich bin gespannt. Ich erwarte jetzt nicht so viel von der Haltbarkeit wie bei Armani Code. Das ist so meine persönliche Meinung. Der ist auch gut, der riecht gut, aber ja, haltbarkeitmäßig könnte der auf jeden Fall besser sein. Bin ich mal sehr gespannt, falls den jemand von euch kennt, Armani Code Colonia, sagt mir gerne Bescheid. Dann als nächstes ein absoluter Klassiker und eigentlich sollte der auch in keiner Parfümsammlung fehlen. Grüße an dieser Stelle an Jeremy Fragrance. Ich glaube, das ist so einer seiner absoluten Lieblingsdüfte. Yves Saint Laurent, La Nuit de l'Homme. Sagt man das so? Ja, ne? Ja, der ist einfach krass. Er ist ein bisschen... Er ist halt nicht... Er ist einfach ein heftiger Duft. Ich glaube, darüber wurde schon so viel gesagt. Ich glaube, das bringt auch nichts, wenn ich jetzt auch nochmal irgendwie darüber eine dicke Predigt halte. Ist ein krasser Duft. Komischerweise habe ich den so noch nie in meinem Repertoire gehabt. Ich habe diesen Blue Electric mal geschenkt bekommen. Grüße gehen raus an Jan, auch ein krasser Parfümexperte hier in Deutschland. Der hat mir den damals geschenkt, als ich hier nach Köln gezogen bin. Auch ein geiler Duft, aber ja, ich feiere den. Ich weiß, dass die damalige Version viel besser war, auch von der Haltbarkeit. Es wurde ja alles nochmal verändert. Aber trotzdem dachte ich mir, ich hole mir den jetzt einfach mal. Es ist einfach ein geiler Duft. Man hat die Komplimente eigentlich sicher. Ich finde den sehr angenehm. Ist nicht zu maskulin, ist aber auch nicht zu süß. Für mich eine geile Mischung. Daher Yves Saint Laurent, La Nuit de l'Homme. Absolute Empfehlung. Habe ich so noch nicht gehabt. Musste ich mir jetzt auch unbedingt nach Jahren endlich mal zulegen. Als nächstes ein Duft, der auf jeden Fall vom Packaging sehr, sehr nice ist. So sieht das Ganze aus. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Die Jean Paul Gaultier Düfte. Meine Geschichte ist, dass ich den Jean Paul Gaultier Duft schon vor, ich glaube, ich war 14, 15 ungefähr. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber schon sehr, sehr lange her. Ich fand einfach diesen Flakon extrem nice. Dieser berühmt-berüchtigte Männer Buddy hier. Ja, auf jeden Fall habe ich mir den damals geholt. Man muss auch sagen, das ist natürlich, der fällt natürlich auch auf, dieser Flakon hier, dieser Männerbuddy. Hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gesehen im Regal und man schnuppert automatisch mal dran. Der Duft ist so ein bisschen süßer. Ich kategorisiere ihn auch eher einer jüngeren Zielgruppe zu. Er funktioniert gut. Die Frauen mögen den. Auf Party hat man eine gute Resonanz. Der hat eine gute Haltbarkeit. Das ist einfach ein starker Duft. Ich habe mich jetzt mal für die Variante hier entschieden. Das ist auch so mit der einzige süße Duft. Das erinnert mich an irgendeinen. Dieser Duft erinnert mich, warte mal ganz kurz. Irgendwie
erinnert der mich ein bisschen an Date for Man von Jeremy Fragrance. Eine leichte Ähnlichkeit ist da, aber es sind schon unterschiedliche Düfte auf jeden Fall. Aber es geht eher in diese Richtung. Ne? Das soll auch ein bisschen süßlicher sein. Wie gesagt, ich mag diese Düfte an sich nicht so gerne. Hab mir jetzt aber den trotzdem einfach mal zugelegt. Ich würde den auch gerne mal ausprobieren. Bin einfach mal gespannt, wie der so ankommen wird. Mir hat irgendwie auch so ein süßer Duft gefehlt in meiner Sammlung. Ich werde auch sehr, sehr oft noch immer danach gefragt nach Office for Man. Viele Leute fragen mich immer noch mal danach, schreiben mir Private Messages. Marc, was ist deine ehrliche Meinung? Und Leute, ich finde den richtig gut. Also es ist wirklich, ich finde den Duft wirklich gut. Ich trage den gerne. Es ist ein guter Alltagsduft. Natürlich muss man immer gucken in der Price Range und auch solche Sachen wie Packaging und so. Das gefällt mir jetzt persönlich einfach nicht. Ich finde den Sprühkopf sehr geil. Da ist ein geiler Zerstäuber drauf. Aber so als Alltagsduft ist der wirklich echt gut. Also damit ihr da auch noch mal meine Meinung wisst. Ich trage den wirklich gerne und nicht, weil mir den Jeremy zugeschickt hat, sondern einfach, weil das für mich echt ein guter Duft ist. Das Drumherum könnte man, glaube ich, noch ein bisschen besser machen vom Packaging, aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache. So viel zu diesen Themen. Dann habe ich mir das erste Mal in meinem Leben einen Bulgari-Duft geholt, und zwar den hier. Da war ich wirklich extrem überrascht, den trage ich auch heute. Dieser Duft ist wirklich richtig, richtig, richtig geil. Der ist frisch, kernig, hat einen guten Wiedererkennungswert. Irgendjemand meinte mal, dass Will Smith, glaube ich, diese Düfte super gerne mag. Weiß gar nicht, soll das so einen Tropfen darstellen oder so? Lustiger Flakon, mal was ganz anderes zum Hinlegen. Aber ja, der ist geil. Ein geiler, frischer Duft, der trotzdem für mich irgendwie noch so einen männlichen Touch hat. Checkt die Bulgari-Düfte auf jeden Fall mal ab. Habe ich so gar nicht richtig auf dem Schirm gehabt. Also ich habe die natürlich immer mal wieder gesehen und auch den Flakon nochmal gerochen. Aber habe gedacht, komm, gibst du den jetzt nochmal eine Chance und find den wirklich sehr, sehr nice. Also für alle Leute, auch gerade für den Sommer, die Leute, die im Sportbereich unterwegs sind, checkt die Bulgari-Düfte sehr gerne mal ab. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Jetzt habe ich mir auch die Tage überlegt, ich werde mir auch mal wieder Terre de Hermès holen. Lange nicht gehabt den Duft, gerade jetzt so für die Weihnachts-Winterzeit. Mehr sehr der Duft ab 35, bin ich ja schon fast. Werde ich mir jetzt bald nochmal holen. Die Verkäuferin hat nämlich so ein paar Proben mit reingetan. Da war unter anderem auch der Hermes dabei. Werde ich mir jetzt auch nochmal zulegen. Ja, so sieht das hier aus schon mal. Die ganzen Düfte hier. Alle am Start. Das war jetzt mal mein neuer Parfüm-Einkauf. Ich versuche euch so gut es geht, alles unten in der Infobox zu verlinken. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und schreibt in die Kommentare, welchen Duft habt ihr heute getragen. Mein Name ist Marc Eggers. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace out.